3, 2, 1, 0, start. Zaczynamy. Halo. Hello. I złote myśli na początek. Jaka złota myśl? Coś ciekawego się urodziło? Nie, ja już nie mam żadnych złotych myśli. Ja miałem, ale mi wypadła teraz złota myśl. No wypadło mi, nie wiem. W każdym razie odpisywanie jest cały czas aktualne. Ja to mam z francuskiego, nie? Ale odpisywanie jest coraz aktualne. Odpisać taką lekcję do zeszytu to jak przebiec 10 kilometrów. I już mi się przypomniała złota myśl. Chyba, że ktoś odpisuje całymi zdaniami. Czyli czytamy jedno zdanie, zapamiętujemy je, nie, na chwilę, piszemy i staramy się zapisać samemu. I ciężko. Za drugim razem trochę lepiej, za trzecim razem trochę lepiej. I za piątym już to tak w miarę idzie. I potem to odpisywanie to nie jest dla porównania, jak przebiec 10 kilometrów, tylko jak przebiec 5 kilometrów. I jeszcze czujesz, że kurczę, że masz napisać dyktando, to bez przygotowania idziesz, bo jakby te strategie sobie generujesz na tym przepisywaniu i to lepiej wchodzi do głowy. I jeżeli chodzi o zapamiętywanie i w ogóle odpisywanie i takie uczenie się przez to pisanie, nie? Że jak się tylko przepisuje pojedyncze wyrazy, tu wyraz, tu wyraz, tu, to nic nie daje, nie? Ale na początku się inaczej nie da, nie? Coś jest taki zupełnie początkujący, ale jak się zaczyna odpisywać całymi zdaniami, jak na dyktandzie, o, to już jest moc, nie? Ewentualnie jak ktoś nie czuje mięty do takich rzeczy, no to wtedy moim zdaniem chociaż przeczytanie tego 3 razy, to jest jak przebiec 100, 200, 300 metrów, czy nawet 400, bo wtedy już za trzecim razem, a no tak już człowiek ma pojęcie, co będzie i coś już tam wie, i no, że w ogóle wie, nie? Chociaż sobie przeczyta. No i jeżeli ktoś w ogóle przyjdzie nieprzygotowany, to dam radę, nie? Ale to potem ta metoda się nie sprawdza. Nie o to chodzi, nie? Ale też, żeby nikogo nie zniechęcić, ja powiem, że czasem jest tak, że się człowiek przygotuje, a i tak idzie po prostu jak krew z nosa, a czasem jest odwrotnie, że się człowiek nie przygotuje, a idzie dobrze. To nie zawsze jest regułą, więc jak komuś nie idzie mimo przygotowania, to się nie linczować, tylko próbować. No, natomiast no co, najtrudniejsze jest to mówienie, i żeby to nam jakby najefektywniej wyszło, no to trzeba się przygotować w domu, nie? To wtedy są super efekty. A jak nie, no to damy radę, nie? Ale to już jest nie to. Okej, a jakieś 5 słówek, jakie pamiętasz z ostatniej lekcji? Zogar, na pewno. Ja? Jelendę. No, stopniowane było, czyli ambilik, biliga, ambilik ten. Damy nun wesz, herunta wesz. Też. Gürtel, Pelzmantel. pelcmantel, o, tak. I praktyż byłeś, to ja. Stopniowanie przymiotników jeszcze było. No, byli ga, bilik, sten i te sprawy. Okej, und dann auf Polnisch, sicher was wünschen. Życzyć sobie czegoś. Jeans hose. Spodnie jeansowe. Gürtel. Pasek. Hosenträger. Szelki. Pelz. Futro? Pelzmantel. Strumpfhose. Rajstopy. Unterhemd. Pod koszulek. Liebe geht durch den Magen. Przez Liebe. żołądek i serce. Schenken. Schenken, da podarować? Jest taki tam Schenker. Eine Firma, Schenker. Transportfirma, Schenker. Was gehört zu Damen und Herren? Was gehört zu Damen und Herren? Damen und Wäsche, gehört BH und Strumpfhose. Okej. BH. BH. BH.
Bicha. Was gehört zur Herrenunterwäsche? Was gehört zur Herrenunterwäsche? Zur Herrenunterwäsche gehört Unterhosen, Unterhemd und Socken. Okay, gehört der BH zur Herrenunterwäsche? Gehört der BH zur Herrenunterwäsche? Nein, der BH gehört nicht zur Herrenunterwäsche, sondern zur Damenunterwäsche. Normalerweise. Passiert es manchmal, dass Frauen Herrenunterwäsche tragen? Passiert es manchmal, dass Frauen Herrenunterwäsche tragen? Ja, das passiert. Es passiert, dass manchmal Damen Herrenunterwäsche tragen. Warum schenken Männer ihren Frauen teure Pelzmäntel zum Geburtstag? Warum schenken Männer ihren Frauen teure Pelzmäntel zum Geburtstag? Männer schenken ihren Frauen teure Pelzmäntel zum Geburtstag, weil sie sich freuen. Damit sie sich freuen. Damit sie sich freuen, okay. Verlieben sich Frauen stärker in ihre Männer, wenn sie teure Geschenke bekommen? Verlieben sich Frauen stärker in ihre Männer, wenn sie teure Geschenke bekommen? Ja, Frauen verlieben sich stärker in ihre Männer, wenn sie teure Geschenke bekommen. Geschenke. Okay. Verlieben sich Männer stärker in ihre Frauen, wenn Frauen schmackhaftes Essen kochen? Verlieben sich Männer stärker in ihre Frauen, wenn Frauen schmackhaftes Essen kochen? Ja, Männer verlieben starke, verlieben sich starken im Frauen, in ihre wenn, Frauen, wenn sie schmackhafte Essen kochen. Schmackhaftes. Schmackhaftes. Okay. Essen kochen. Wenn sie schmackhaftes Essen kochen. Okay, Liebe geht durch den Magen, stimmt das? Liebe geht durch den Magen, stimmt das? Ja, das stimmt. Liebe geht durch den Magen. Okay. Und was wünschst du dir zum Geburtstag? Ich wünsche mir zum Geburtstag viel Geld. Okay. Wünschst du dir ein neues Auto? Wünschst du dir ein neues Auto? Nein, ich wünsche mir kein neues Auto. Auto. Möchtest du Socken mit kleinen Gürteln tragen? Möchtest du Socken mit kleinen Gürteln tragen? Nein, ich möchte nicht Socken mit kleinen Gürteln tragen. Brauchst du einen Gürtel, wenn deine Hose zu weit ist? Brauchst du einen Gürtel, wenn deine Hose zu weit ist? Ja, ich brauche einen Gürtel, wenn meine Hose zu weit ist. Ist. Okay. Es ist schwer zu sagen auf Polnisch. Ciężko powiedzieć. Glauben. Sądzić. Ich bin der Meinung, dass. Moim zdaniem, jestem zdania, że. Was ist deine Meinung nach praktischer? Hosenträger oder Gürtel? Was ist deine Meinung praktischer? Hosenträger oder Gürtel? Meine Meinung nach, einen Gürtel ist praktischer. Gürtel ist praktischer. Ist Damenunterwäsche immer praktischer als Herrenunterwäsche? Ist Damenunterwäsche immer praktischer als Herrenunterwäsche? Nein, nicht immer. Nein, Damenunterwäsche ist nicht immer praktischer als Herrenunterwäsche. Glaubst du, dass Jeans immer der letzte Schrei sind? Glaubst du, dass Jeans immer der letzte Schrei sind? Nein, ich glaube nicht, dass Jeans immer der letzte Schrei ist. Glaubst du, dass wir uns nächste Woche hier treffen? Glaubst du, dass wir uns hier nächste Woche treffen? Nein, ich glaube nicht, dass wir hier nächste Woche treffen. Was ist praktischer, Strumpfhosen oder Unterhosen? Was ist praktischer, Strumpfhosen oder Unterhosen? Strumpfhose ist praktischer. Was ist am praktischsten, wenn man in die Disco geht? Eine Hose, eine Unterhose oder keine Hose?
Keine Hose ist am praktischsten, wenn man in die Disco gehen. Geht, Mann. Geht, Mann. Man, geht. Können wir uns frei fühlen, wenn wir keine Hose tragen? Können wir uns frei fühlen, wenn wir keine Hose tragen? Ja, wir können frei fühlen. Uns frei fühlen. Wenn wir keine Hose tragen. Okay, glaubst du, dass eine moderne Jeanshose billig ist? Glaubst du, dass eine moderne Jeanshose billig ist? Nein, ich glaube nicht, dass moderne Hose billig ist. Ist. Findest du moderne Kleidung teuer? Findest du moderne Kleidung teuer? Ja, ich finde moderne Kleidung teuer. Okay. Billig, billig, am billigsten, teuer, teurer, am teuersten. Ist ein Regenmantel teurer als ein Pelzmantel? Ist ein Regenmantel teurer als ein Pelzmantel? Nein, ein Regenmantel ist nicht teurer als Pelzmantel. Okay. Und was ist hier am billigsten? Der Kugelschreiber, das Buch oder die Tafel? Was ist hier am billigsten? Der Kugelschreiber, das Buch oder die Tafel? Der Kugelschreiber ist am billigsten. Mhm. Okay, ist der Kugelschreiber am teuersten? Nein, der Kugelschreiber ist nicht am teuersten, sondern am billigsten. Mhm. Okay, ist die Tafel teurer als das Buch? Ist die Tafel teurer als das Buch? Ja, die Tafel ist teurer als das Buch. Findest du die Lampe teuer? Findest du die Lampe in deinem Zimmer teuer? Nein, ich finde nicht die Lampe in meinem Zimmer teuer. Okay. Ist die Lampe deiner Meinung nach auch teurer als das Bild? Ist die Lampe deiner Meinung nach auch teurer als das Bild? Ja, meiner Meinung nach, die Lampe ist als teuer als auch, das Bild. Auch teuer als das Bild. Bild. Okay. Das Rennrad auf Polnisch? Rower wyścigowy. Sogar? Nawet. Ist ein alter Wagen teurer als ein neues Rennrad? Ist ein alter Wagen teurer als ein neues Rennrad? Nein. Ein altes Wagen ist nicht ein teurer alter Wagen. Ein alter Wagen ist nicht teurer als neues Rennrad. Ein neues Rennrad. Okay. Wie kann eine goldene Uhr kosten? Wie kann eine goldene Uhr kosten? Eine goldene Uhr kann 200 Euro kosten. Willst du dir eine goldene Uhr? Ich habe keine goldene Uhr. Willst du dir eine goldene Uhr zum Geburtstag? Wünschst du dir eine goldene Uhr zum Geburtstag? Nein, ich wünsche mir keine goldene Uhr zum Geburtstag. Wünsche, ja? Wünsche. Ich wünsche. Okay. Soll man goldene Uhren und Ringe tragen, wenn man reich ist? Soll man goldene Uhren und Ringe tragen, wenn man reich ist? Ja, man soll goldene Uhren und Ringe tragen, Ringe, wenn man reich ist. Ist. Warum? Weil andere Menschen kann sehen, dass man reich ist. Ist. Okay. Ist eine silberne Uhr praktisch, wenn man im Garten arbeitet? Ist eine silberne Uhr praktisch, wenn man im Garten arbeitet? Nein, eine silberne Uhr ist nicht praktisch, wenn man im Garten arbeitet. Trägst du manchmal einen Gürtel aus Leder? Trägst du manchmal einen Gürtel aus Leder? Ja, ich trage manchmal einen Gürtel aus Leder. Einen? Einen Gürtel aus Leder. Frage ich, ob du einen Ledergürtel trägst? Frage ich, ob du manchmal einen Ledergürtel trägst? Ja, du fragst, ob ich manchmal einen Ledergürtel trage. Mhm. Frage mich mit dem Wort Glauben. Ja.
Glaubst du, tak, dass, dass das neue Phone ist teurer als neues Computer? Ein neuer iPhone. Ja, ein iPhone. Ja, ich glaube, dass ein neuer iPhone ist teurer als ein neuer Computer. Oder das Telefon, das iPhone, ein neues iPhone. Okay, und mit ich okay. Es ist schwer zu sagen. Ich habe das getan. Ist es schwer zu sagen? Ja. Ist es schwer zu sagen, wie viel goldene Uhr kosten? Ja, es ist schwer zu sagen, was eine goldene Uhr kostet. Und mit dem Wort schenken. Was schenkst du deiner Tochter zum Geburtstag? Ich schenke to ihre Pelzmäntel. Ich schenke Spielzeuge meiner Tochter zum Geburtstag und mit dem Wort Gürtel, der Gürtel. Tragen alle Leute Mäntel? Nein, nicht alle Leute tragen Mäntel. Okay, genauso wie auf Polnisch. Tak samo jak? So wie. Tak jak. Okay, viel mehr am meisten, wenig, weniger am wenigsten, fleißig, fleißiger am fleißigsten, höflich, höflicher am höflichsten. Hast du genauso viel Zeit wie ich? Hast du genauso viel Zeit wie ich? Ja, ich habe genauso viel Zeit als dich. Wie du? Wie du. Okay. Ist dein Mann genauso fleißig wie du? Ist dein Mann genauso fleißig wie du? Fleißig? Ah, okay. Fleißig, fleißiger, am fleißigsten. In der Schule ist man fleißig. Ah, okay. Pilne, taki, okay. Ja, mein Mann ist genauso fleißig, wie ich. Welcher Schüler in dieser Gruppe ist am fleißigsten? Welcher Schüler in dieser Gruppe ist am fleißigsten? Ich bin am fleißigsten. Fleißigsten? Fleißigsten. Findest du mich genauso sympathisch wie Steven Seagal? Findest du mich genauso sympathisch wie Steven Seagal? Ja, ich finde dich genauso. Genauso sympathisch wie Steven Seagal. Ist Steven Seagal so höflich wie Chuck Norris? Ist Steven Seagal so höflich wie Chuck Norris? Ja, Steven Seagal ist so höflich wie Chuck Norris. Chuck Norris. Wer von diesen drei... welcher Schüler macht die wenigsten Fehler in Diktaten? Welcher Schüler macht die wenigsten Fehler in Diktaten? Ich mache die wenigsten Fehler in Diktaten. Diktaten, okay. Und okay, ist ein Renault so teuer wie ein Bentley? Ist ein Renault so teuer wie ein Bentley? Nein, ein Renault ist nicht so teuer wie die Bentley.
Wiem, Bentley. Ist ein Renault teurer oder billiger als ein Bentley? Ist ein Renault teurer oder billiger als ein Bentley? Renault ist billiger als dein Bentley. Ein Nein. Bentley. Okay. Ein Renault ist normalerweise teuer, ein Bentley ist teurer, aber ein Maybach ist am teuersten. Ein Renault ist normalerweise teuer, ein Bentley ist teurer, aber ein Maybach ist am teuersten. Alles klar? Ja. Okay. Und welcher Wagen von diesen dreien ist am teuersten? Welcher Wagen von diesen dreien ist am teuersten? Zapomniałam, trzeci był Renault, Bentley i Maybach. Maybach. Maybach ist am teuersten. Behauptest du, dass ein Maybach am teuersten ist? Behauptest du, dass ein Maybach am teuersten ist? Ja, ich behaupte, dass ein Maybach, ja? Maybach ist am teuersten. Am teuersten ist. Am teuersten ist. Okay. Die Prinzessin, Prinzessinnen, der Prinz, die Prinzen, der Bus, die Busse. Das Märchen, die Märchen. Prinzessin, Prinzessinnen, Prinz, Prinzen, Bus, Busse, Märchen, Märchen. Wiederhole bitte, Prinzessin. Prinzessin. Prinzessinnen. Prinzessinnen. Prinz. Prinz. Prinzen. Prinzen. Der Bus. Diabus. Die Busse. Die Busse. Das Märchen. Das Märchen. 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 Die Märchen. Die Märchen. Okay. Die Prinzessin auf Polnisch. Książka. Der Prinz. Der Bus. Autobus? Das Märchen Nie für pamiętam. Kinder. Für Kinder, das Märchen. Das Buch für Kinder. Bajki. Ja, Das Märchen, die Märchen. Märchen, bajki, Märchen, das Märchen, bajka. Okay. Kennst du einen Prinzen? Kennst du einen Prinzen? Nein, ich kenne keinen Prinzen. Zu Hause? Nein. Gibt es fast immer eine unglückliche Prinzessin in Märchen? Gibt es fast immer eine unglückliche Prinzessin in Märchen? Nein, Nein, es es gibt nicht gibt immer nicht immer eine eine unglückliche unglückliche Prinzessin. Prinzessin in Märchen. In Märchen. Fühlst du dich manchmal wie eine Prinzessin? Fühlst du dich manchmal wie eine Prinzessin? Nein, ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht wie als Prinzessin. Du hast keinen Prinzen zu Hause, ja, Ja, ich habe keinen Prinzen und ich bin keine Prinzessin. dann du fühlst dich manchmal nicht wie eine Prinzessin. Ist es angenehm, sich so zu fühlen? Ist es angenehm, sich so zu fühlen? Ja, ich denke, es ist angenehm, sich so zu So fühlen. Fahren Prinzen und Prinzessinnen mit dem Bus? Fahren Prinzen und Prinzessinnen mit dem Bus? stellen. Nein, Prinzen und Prinzessinnen fahren nicht Fahren mit dem Bus. Bus. Braucht man einen Bus, wenn man eine große Familie hat? Braucht man einen Bus, wenn man eine große Familie hat? Ja, man braucht einen Bus, wenn man große Familie hat. Eine große. Ah, eine große Die Familie. große Familie hat. Die U-Bahn. Die U-Bahn. Wiederhole bitte. Die U-Bahn. U-Bahn. Untergrundbahn. U-Bahn auf Polnisch? Metro? Okay. Schnell, schneller am schnellsten. Langsam, langsamer am langsamsten. Der Bus fährt normalerweise schnell. Der Zug fährt schneller, aber die U-Bahn fährt am schnellsten. Stimmt das? Der Bus fährt normalerweise schnell. Der Zug fährt schneller, aber die U-Bahn fährt am schnellsten. Stimmt das?
Ja, das stimmt, dass der Bus fährt normalerweise schnell, aber die Zug Der fährt schneller und die U-Bahn fährt am schnellsten. Fährt der Bus schneller als der Zug? Fährt der Bus schneller als der Zug? Nein, der Bus fährt nicht schneller als der Zug. Fährt die U-Bahn schneller als der Zug? Fährt die U-Bahn schneller als der Zug? Ja, die U-Bahn fährt schneller als der Zug. Was fährt am schnellsten? Was fährt am schnellsten? Der U-Bahn fährt am schnellsten. Fährst du mit der U-Bahn zum Deutschunterricht? Fährst du mit der U-Bahn zum Deutschunterricht? Nein, ich fahre nicht mit der U-Bahn zum Unterricht. Okay. Der Verkehr, das Verkehrsmittel, dicht. Der Stau, Staus, im Stau stecken, sich ärgern über, tragisch, momentan, jedoch. Jedoch, momentan, tragisch, sich ärgern über, sich ärgern, im Stau stecken, der Stau, Staus, dicht, Verkehrsmittel, der Verkehr. Wiederhole bitte, der Verkehr. Der Verkehr. Das Verkehrsmittel. Das Verkehrsmittel. Dicht. Dicht. Dichter Verkehr. Dichter Verkehr. Stau. Staub. Im Stau stecken. Im Stau stecken. Sich ärgern. Sich ärgern. Sich ärgern über. Sich ärgern über. Tragisch. Tragisch. Momentan. Momentan. Jedoch. Jedoch. Der Verkehr. Verkehr. Polnisch. Ja, Verkehrsmittel. Verkehrsmittel. Auto, Bus, Zug, U-Bahn. Także środek lokomocji. Okej, okay. Dyszta Ferkeja, dyszta Ferkeja, ruch. Duży. Im Stau stecken, im Stau. Deja Stau. Korek. Sich ärgern über, sich ärgern über. Denerwować się na coś, czegoś. Tragisch. Tragiczny. Momentan. Coś pewnie, że momentalnie, że teraz, no. Jedoch. Jedoch. Jedoch es gibt keine U-Bahn. Jedoch. Jedoch, tararara, jedoch. Es gibt keine U-Bahn. Niektórzy nie, nie pamiętam. To man się. Jedoch, jednakże. Ach, jednakże, no tak. Dobra. Jednakże. Okej. Okay. Claudia ist eine Prinzessin, aber sie hat kein Auto, denn ein Maybach ist für sie zu teuer. Zur Schule fährt sie also mit der Straßenbahn, denn die Straßenbahn fährt schneller als der Bus. Der Bus fährt so langsam, weil er oft im Stau steckt. Es gibt viele Staus in der Stadt und Claudia ärgert sich darüber. Sie möchte mit der U-Bahn fahren, es gibt jedoch keine U-Bahn in der Stadt. Sie findet diese Situation tragisch. Claudia ist eine Prinzessin, aber sie hat kein Auto, denn ein Maybach ist für sie zu teuer. Klar, ja? Ja, klar. Okay, zur Schule fährt sie also mit der Straßenbahn, denn die Straßenbahn fährt schneller als der Zug. Ja? Ja. Der Bus fährt so langsam, weil er oft im Stau steckt. Ja. Es gibt viele Staus in der Stadt und Claudia ärgert sich darüber. Sie möchte mit der U-Bahn fahren, es gibt jedoch keine U-Bahn in der Stadt. Ja. Sie findet diese Situation tragisch. Wer hat kein Auto? Wer hat kein Auto?
Princesin, Klaudia Hatkainauto. Also du bist eine Prinzessin. Ist Claudia ein Prinz? Ist Claudia ein Prinz? Nein, Claudia ist nicht ein Prinz, sondern ein Prinzessin. Sin. Eine Prinzessin. Eine Prinzessin. Okay. Sie ist eine Prinzessin, aber sie hat kein Auto. Stimmt das? Sie ist eine Prinzessin, aber sie hat kein Auto. Stimmt das? Ja, das stimmt. Sie ist eine Prinzessin, aber sie hat kein Auto. Auto, okay. Und stimmt das, dass sie keinen Wagen hat? Stimmt das, dass sie keinen Wagen hat? Ja, das stimmt, dass sie keinen Wagen hat. Warum hat sie kein Auto? Warum hat sie kein Auto? Sie hat kein Auto, weil ein Maybach zu teuer ist. Womit fährt sie also zur Schule? Womit fährt sie also zur Schule? Sie fährt zur Schule mit U-Bahn. Bahn. Ist die Straßenbahn langsamer als der Bus? Ist der Straßenbahn langsamer als der Bus? Nein, der Straßenbahn ist nicht langsam als der Bus, sondern schneller. Warum ist der Bus langsamer als die Straßenbahn? Warum ist der Bus langsamer als die Straßenbahn? Der Bus ist langsamer als die Straßenbahn, weil steckt im Stau. Die Staus, ja. Im Stau. Muss die Straßenbahn auch im Stau stecken? Nein, die Straßenbahn muss nicht in die Stau stecken. Im Stau stecken. Gibt es viele Staus in der Stadt? Ja, es gibt viele Stau in der Stadt. Viele Staus. Aber Staus, okay. Stimmt das, dass sich Claudia darüber ärgert? Ja, das stimmt, dass sich Claudia darüber ärgert. Womit möchte sie zur Schule fahren? Sie möchte mit U-Bahn zur Schule fahren. Mit der U-Bahn. Ist das möglich? Nein, das ist nicht möglich. Warum ist das momentan nicht möglich? Das ist nicht möglich, weil es kein U-Bahn in dieser Stadt ist. Weil es keine U-Bahn in der Stadt gibt. Okay, gibt. Nochmal, warum ist das momentan nicht möglich? Das ist nicht möglich, weil keine U-Bahn in der Stadt gibt. Wie findet sie diese Situation? Sie findet diese Situation tragisch. Ist die U-Bahn das schnellste Verkehrsmittel in der Stadt? Ja, die U-Bahn ist die schnellste Verkehrsmittel in dieser Stadt. Ärgerst du dich manchmal über den Lärm in der Stadt? Ja, manchmal ich ärgere. Ärgerst du dich manchmal über den Lärm in der Stadt? Ja, ich ärgere mich manchmal über den Lärm in der Stadt. Okay, gibt es viel Lärm in der Stadt? Ja, es gibt viel Lärm in der Stadt. Okay, nochmal.
Hast du genau so viel Zeit wie ich? Hast du genau so viel Zeit wie ich? Ja, ich habe genau so viel Zeit wie dich. Du. Ist dein Mann genauso fleißig wie du? Ist dein Mann genauso fleißig wie du? Ja, mein Mann ist genauso fleißig wie ich. Welcher Schüler in dieser Gruppe ist am fleißigsten? Welcher Schüler in dieser Gruppe ist am fleißigsten? Ich bin am fleißigsten. Findest du mich genauso sympathisch wie Steven Seagal? Findest du mich genauso sympathisch wie Steven Seagal? Ja, ich finde dich genauso sympathisch wie Steven Seagal. Ist Steven Seagal so höflich wie Chuck Norris? Ist Steven Seagal so höflich wie Chuck Norris? Ja, Steven Seagal ist so höflich wie Chuck Norris. Wer macht die wenigsten Diktaten in die wenigsten Fehler in Diktaten? Wer in dieser Gruppe macht die wenigsten Fehler in Diktaten? Ich mache der Die, Fenster. die, Die die. wenigste Fehler Wenigsten. im Diktaten. Die wenigsten Fehler. Die wenigsten Fehler. Die wenigsten. Die wenigsten. Die wenigsten. Ten Fehler in Diktaten. Ist ein Renault so teuer wie ein Bentley? Ist ein Renault so teuer wie ein Bentley? Nein, ein Renault ist nicht so teuer wie als wie Ein, ein Bentley. sondern Sonder billiger. ist ein Renault teurer oder billiger als ein Bentley? Ist ein Renault so teurer oder billiger als ein Bentley? Ein Renault ist billiger Als wie als Bentley. ein. Ist wie ein. Welcher Wagen von diesen dreien ist am teuersten? Welcher Wagen von diesen dreien ist am teuersten? Renault, Bentley oder Maybach? Maybach ist am teuersten oder billigsten? Maybach ist am teuersten. Behauptest du, dass ein Maybach am teuersten ist? Behauptest du, dass ein Maybach am teuersten ist? Ja, ich behaupte, dass ein Maybach am teuersten ist. Kennst du einen Prinzen? Nein, ich kenne keinen Prinzen. Eine Prinzessin? Nein, ich kenne keine Prinzessin. Gibt es fast immer eine unglückliche Prinzessin in Märchen? Gibt es fast immer eine unglückliche Prinzessin in Märchen? Nein, es gibt nicht immer einen unglücklichen Prinzessin. Eine unglückliche. Eine unglückliche Prinzessin im Märchen. Fühlst du dich manchmal wie eine Prinzessin? Fühlst du dich manchmal wie eine Prinzessin? Nein, ich fühle mich nicht wie eine Prinzessin. Ist es angenehm, sich so zu fühlen? Ist es angenehm, sich so zu fühlen? Ja, ich denke, es ist angenehm, wie sich. Sich so. Ist es angenehm, sich so zu So. fühlen? Tylko robota, gary i sprzątanie. Fahren Prinzen und Prinzessinnen mit dem Bus? Fahren Prinzen und Prinzessinnen mit dem Bus? Nein, Prinzen und Prinzessinnen fahren nicht mit dem Bus. Braucht man einen Bus, wenn man eine große Familie hat? Braucht man einen Bus? Zum Beispiel Volkswagen Wagon, wenn man eine große Familie hat? Ja, man braucht einen Bus, Ein Bus, wenn man eine wenn man eine große Familie hat. fährt der Bus schneller als der Zug? Fährt der Bus schneller als der Zug? Nein, der Bus fährt nicht schneller als dein Zug. Der. Der. Fährt die U-Bahn schneller als der Zug? Fährt die U-Bahn schneller als der Zug? Ja, die U-Bahn fährt schneller als der Zug. Was fährt am schnellsten? Die U-Bahn fährt am schnellsten. Fährst du mit der U-Bahn zur Arbeit? Fährst du mit der U-Bahn zur Arbeit? Nein, ich fahre nicht mit der U-Bahn zur Arbeit.
Okej. Ale w Warszawie mają tylko dwie linie więcej niż my mamy, nie? W Bydgoszczy. Wejechat kein Auto, wejechat kein Auto. Prinzessin Claudia hat kein Auto. Ist Claudia ein Prinz? Nein, Claudia ist kein Prinz, sondern eine Prinzessin. Eine. Eine Prinzessin. Ist sie eine Prinzessin, aber sie hat kein Auto, stimmt das? Sie ist eine Prinzessin, aber sie hat kein Auto, stimmt das? Ja, das stimmt. Sie ist eine Prinzessin, aber sie hat kein Auto. Stimmt das, dass sie keinen Wagen hat? Stimmt das, dass sie keinen Wagen hat? Ja, das stimmt, dass sie keinen Wagen hat. Warum hat sie kein Auto? Warum hat sie kein Auto? Sie hat kein Auto, weil es zu teuer Ein ist. Maybach. Ein Maybach zu teuer ist. Für sie. Womit fährt sie also zur Schule? Womit fährt sie also zur Schule? Sie fährt zur Schule mit. Der Straßen. Ah, der Straßenbahn. Okay. Ist die Straßenbahn langsamer als der Bus? Ist die Straßenbahn langsamer als der Bus? Nein, die Straßenbahn ist nicht langsamer als der Bus. Warum ist der Bus langsamer als die Straßenbahn? Warum ist der Bus langsamer als die Straßenbahn? Der Bus ist langsamer als die Straßenbahn, weil es in der Stau stecken. Steckt, im Stau steckt. Steckt. Nee, oft im Stau steckt. Muss die Straßenbahn auch im Stau stecken? Muss die Straßenbahn auch im Stau stecken? Nein, die Straßenbahn muss nicht im Stau stecken. Gibt es viele Staus in der Stadt? Gibt es viele Staus in der Stadt? Ja, es gibt viel Staus in der Stadt. Viele Staus, viele Staus. Stimmt das, dass sich Claudia darüber ärgert? Stimmt das, dass sich Claudia darüber ärgert? Ja, das stimmt, dass Sich. sich Claudia darüber ärgert. Womit möchte sie zur Schule fahren? Womit möchte sie zur Schule fahren? Sie möchte mit den U-Bahn zur Schule fahren. Mit der U-Bahn, Mit mit der der U-Bahn. U-Bahn. Ist das möglich? Ist das möglich? Nein, das ist nicht möglich. Momentan. Warum ist das momentan nicht möglich? Warum ist das momentan nicht möglich? Und das ist nicht möglich, weil es keine U-Bahn in dieser Stadt gibt. Keine U-Bahn, Nein, keine U-Bahn. keine U-Bahn. Wie findet sie diese Situation? Wie findet sie diese Situation? Sie findet diese Situation tragisch. Ist die U-Bahn das schnellste Verkehrsmittel in der Stadt? Ist die U-Bahn das schnellste Verkehrsmittel in der Stadt? Ja, die U-Bahn ist am schnellsten Das Verkehr. schnellste? Was schnellste? Das schnellste? Was schnellste Verkehrsmittel in Stadt. Ja. In der Stadt. Ärgerst du dich manchmal über den Lärm in der Stadt? Ärgerst du dich manchmal über den Lärm in der Stadt? Ja, ich ärgere mich manchmal über den Lärm in der Stadt. Gibt es zu viel Lärm in der Stadt? Gibt es zu viel Lärm in der Stadt? Ja, es gibt zu viel Lärm in der Stadt. Okay, frage mich mit dem Wort. Prinzessin. Findest du deine Tochter Prinzessin ist? Das ist. Ja, ich finde meine Töchter Prinzessinnen. Mit die U-Bahn. Die U-Bahn. Fährst du mit deinem U-Bahn, Mit der. mit der U-Bahn zur Arbeit? Zur. Zur Arbeit?
Nein, ich fahre momentan mit der U-Bahn nicht zur Arbeit. Genauso wie. Hat Andrzej Duda Genauso viel, gell? genauso viel Geld als Wie? Bill Gates, als wie Bill Gates? Nochmal. Hat Andrzej Duda genauso viel Geld als Bill? Wie? Noch einmal. Hat Andrzej Duda genauso Viel. viel Geld wie już zapomniałam, Bill Gates? Nein, Andrzej Duda hat weniger Geld wie genauso wie Bill Gates. So wie. Maybach so schnell wie ten drugi był, Maybach i Bentley. Ja, Maybach ist so schnell wie Bentley. Okay, und jetzt haben wir Lesen. Unterricht 81, Seite 71. Unterricht 83. Ja? Ja. Bardzo źle zrozumiałam. Unterricht 81. Seite Nie. 71. Glänzen błyszczeć, glänzen błyszczący, sich freuen auf, cieszyć się na coś, der Urlaub, Urlaub, Urlaub machen, mieć urlop, być na urlopie, verbringen, spędzać. Glänzen deine Augen, wenn du dich auf etwas freust? Ja, meine Augen glänzen, wenn ich mich auf etwas freue. Machst du dieses Jahr Urlaub? Ja, dieses Jahr mache ich Urlaub. Freust du dich auf den Urlaub? Ja, ich freue mich auf den Urlaub. Wo wirst du den Urlaub verbringen? Ich werde. Wo willst du nochmal? Wo wirst du deinen Urlaub verbringen? Okay. Ich werde meinen Urlaub in Italien verbringen. Lohnt es sich, Urlaub im Ausland zu machen? Ja, es lohnt sich, Urlaub im Ausland zu machen. Freust du dich über den heutigen Unterricht? Ja, ich freue mich über den heutigen Unterricht. Wie viele Stunden wöchentlich verbringst du in dieser Sprachschule? Ich verbringe circa 4 Stunden wöchentlich in dieser Sprachschule. Wöchentlich. Wie trägst du manchmal Ledersandalen, wenn es schneit? Nein, wenn es schneit, trage ich keine Ledersandalen. Warum denn nicht? Es ist zu kalt, um Sandalen zu tragen. Wann trägst du Sandalen? Ich trage Sandalen, wenn es warm ist, also im Sommer. Ist das der letzte Schrei, bunte Sandalen zu tragen? Nein, das ist nicht der letzte Schrei, bunte Sandalen zu tragen. Hast du heute neue Schuhe an?
Nein heute habe ich nicht neue, sondern alte Schuhe an. Wirst du am Wochenende neue Schuhe kaufen? Nein, am Wochenende werde ich keine neuen Schuhe kaufen. Glänzen deine Schuhe? Nein, meine Schuhe glänzen nicht. Sollen Lederschuhe immer glänzen? Ja, Lederschuhe sollen immer glänzen. Finden dich die Leute elegant und sauber, wenn deine Schuhe glänzen? Ja, die Leute finden mich elegant und sauber, wenn meine Schuhe glänzen. Wachsen, rosnąć, wachsen, woskować, pastować, da ja Baum, Bäume, Drzewo. Soll ein neues Auto glänzen? Ja, ein neues Auto soll glänzen. Warum soll ein neues Auto glänzen? Ein neues Auto soll glänzen, damit es jemand kauft. Was magst du machen, damit dein Auto glänzt? Ich muss mein Auto waschen und wachsen, damit es glänzt. Muss man ab und zu den Fußboden wachsen? Ja, man muss ab und zu den Fußboden wachsen. Wäschst du noch? Ja, ich wasche noch. Wächst du noch? Ja, ich wachse noch. Nicht wasche. Möchtest du noch ein bisschen wachsen? Ja, ich möchte noch ein bisschen wachsen. Wachsen Bäume schnell? Nein, Bäume wachsen nicht schnell, sondern langsam. Stimmt das, dass kleine Kinder schnell wachsen? Ja, das stimmt, dass kleine Kinder schnell wachsen. Wächst man den Fußboden, wenn er nicht mehr glänzt? Ja, man wächst den Fußboden, wenn er nicht mehr glänzt. Die Strickjacke, Strickjacken, Sweater z Dzianiny, Stricken, robić na drutach, das Stricken, robienie na drutach, Nähen, szyć, das Nähen, szycie, die Kapuze, Kapuzen, Kaptur, das Hobby, 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 widmen, poświęcić. Kennst du Stricken? Nein, ich kann nicht stricken. Soll jede moderne Frau stricken und nähen können? Ja, jede moderne Frau soll stricken und nähen können. Ist es also nötig, dass jede moderne Frau stricken und nähen kann? Ja, es ist nötig, dass jede moderne Frau stricken und nähen kann. Kann Stricken interessant sein? Ja, Stricken kann interessant sein. Ist das dein Hobby? Nein, das ist nicht mein Hobby. Und was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Nähen. Hast du viele Hobbys? Ja, ich habe viele Hobbys. Hast du viel Zeit für deine Hobbys? Ja, ich habe viel Zeit für meine Hobbys. Widmet ja seinen Hobbys viel Zeit? Ja, widmet seinen Hobbys viel Zeit. Sieht ein Mann gut aus, wenn eine Strickjacke mit Kapuze trägt? Ja, ein Mann sieht gut aus, wenn eine Strickjacke mit Kapuze trägt. Möchtest du schöne gemusterte Socken für mich stricken? Ja, ich möchte schöne gemusterte Socken für dich stricken. Nähen Frauen Unterhosen für ihre Männer, damit sie sich darüber freuen? Ja, Frauen nähen Unterhosen für ihre Männer, damit sie sich darüber freuen. Trägst du gern Unterhosen? Ja, ich trage gern Unterhosen. Denkst du, dass eine Unterhose mit Kapuze der letzte Schrei werden kann? Ja, ich denke, dass eine Unterhose mit Kapuze der letzte Schrei werden kann. Möchtest du dein Leben der Kunst widmen? Ja, ich möchte mein Leben der Kunst widmen. Okay. Und noch Kontrollfragen. Ja. Und Kontrollfrage ist, möchtest du dein Leben der deutschen Sprache widmen? Ja, ich möchte mein Leben der deutschen Sprache widmen. Sprache widmen, okay. Näherst du gern am Abend? Näherst du gern am Abend? Ja, ich nähe gern am Abend.
Trigs du dicke und warme Pullover Nein, in deiner Freizeit? ich spreche keine Pullover. Was musst du machen, damit dein Auto glänzt? Was musst du machen, damit dein Auto glänzt? Ich muss mein Auto waschen und wachsen, damit er glänzt. Es glänzt. Das Auto Es glänzt. es glänzt. Lohnt es sich, Urlaub im Ausland in diesem Jahr zu machen? Lohnt es sich, den Urlaub im Ausland in diesem Jahr zu machen? Nein, in diesem Jahr es nicht lohnt. Es lohnt sich nicht. Es Lohnt lohnt es sich nicht. sich nicht, Urlaub Urlaub Ausland zu im machen, im Ausland Ausland zu machen. zu machen. Wächst du noch? Wächst du noch? Nein, ich wachse nicht. Naja, Naja. okay. Wirst du diese Woche den Fußboden wachsen? Nein, ich will Ich nicht, werde. ich werde nicht diese Woche den Fußboden wachsen. Okay. Und wo möchtest du deinen Urlaub verbringen? Ich möchte meinen Urlaub zu Hause verbringen. Freust du dich auf die Sommerferien? Ja, ich freue mich auf die Sommerferien. Glänzen deine Augen, wenn du dich auf etwas freust? Ja, meine Augen glänzen, wenn ich mich an etwas freue. Okay. Und noch die letzte Frage. Hast du eine Bluse mit Kapuze? Ja, ich habe eine Bluse mit Kapuze. Okay, und sag mir 5 Wörter, an die du dich erinnerst. U-Bahn, sogar Stau. Prinzessin? Prinzessin, ja, okay. Prinzessin und Prinz und Marsch, die Märsche, Märchen. die Märsche, okay. Das Märchen, die Märchen. Okay. Okay. Und dann machen wir Schluss. Tada! Okay. Tschüss, tschüss.